Flugdeck-Monorail-Steuerung. Nächster Halt, Flugdeck-Monorail-Steuerung. Aufzeichnung abgerufen. Isaac, in diesem Schadensbericht steht, dass hinter den Hangartoren ein defekter Lastenaufzug ist. Ich öffne sie jetzt. Schwerelosigkeit aktiviert. Du brauchst deine Schubdüsen, um das hinzukommen. Vom Aufzugsschacht müsstest du direkt in den Maschinenraum gelangen.
Freigabe der Stufe 3 erforderlich. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Vakuums. Freigabe bestätigt.
Orbitalposition beeinträchtigt. Kurs sofort korrigieren. Logbuch des Maschinenraums, stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Mann, ich kann immer noch nicht glauben, dass der Boss weg ist. Seit der Captain tot ist, gerät hier alles durcheinander. Wir sind alle mit den Nerven am Ende. Wir dachten, die Aufstände wären schlimm, bis diese Dinger durch die Lüftungsschächte kamen. Ihre Gesichter. Scheiße, das waren meine Tischnachbarn. Freunde von Liz, alte Bekannte. Und dann waren auf einmal die Triebwerke kaputt. Der Primärantrieb macht Probleme und wir verlieren Treibstoff. Und ich habe keine Ahnung, warum. Danvers und ich gehen zum Treibstoffdepot, um das zu reparieren. Wir müssen das Team zusammenhalten, sonst geben sie auf. Tempel Ende. Ich sehe dich im Kontrollraum. Wie sehen die Triebwerke aus? Das ergibt keinen Sinn. Der Treibstoff ist leer, die Zentrifuge ist offline. Wir hängen an 4 Billionen Tonnen Nutzlast. Ohne die Triebwerke zieht sie uns auf den Planeten hinunter. Schaffst du das auch allein? Sicher. Erst die Zentrifuge, dann der Treibstoff, dann ein kompletter Neustart.
Du musst aber unsere Umlaufbahn stabilisieren. Ich bin bereit. Na los, beeil dich, Isaac.